Okay. Hast du was? Nee. Hast du? Hier kommt da noch einer. Da. Hast du was für mich? Ja, eine kleine Energie. Das ist auch fein. Und du? Nicht. Gut, dann kommt jetzt wahrscheinlich nochmal das Augenvieh. Ach genau, hier die Stelle. Ah, das ist ja easy peasy. Aber jetzt das Augenteil nochmal. Wenn ich nur ausweichen müsste, wäre das mega easy. Weil dann könnte man einfach warten, bis er stehen bleibt. Hä? Okay. Bin ich überhaupt schon mal so weit gekommen? Nee, da könnte ich mich dran erinnern. Okay, hier ist der Boss. Ich versuche den jetzt erstmal ohne alles zu besiegen, weil wir haben noch 4 Leben, genau, und noch alles voll, ein Energietank. Nicht mit wirklich viel Energie, deswegen gucke ich erstmal so, was der überhaupt so macht. Okay, der schmeißt irgendeine Kacke. Der hat so einen Bumerang, alles klar. Okay, der hat auch einen richtigen Bumerang, der kommt also nochmal zurück. Dann würde ich direkt erstmal vorschlagen, Brightman. Weil das war ja so meine erste Idee. Vielleicht klappt das ja. Dass der den einfriert oder so. Das kann natürlich auch sein. Weil der hat ja auch mich eingefroren. Das ist es aber nicht. Pharao. Pharao ist es auch nicht. Was hilft denn gegen Ring? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, Brightman haben wir nicht. Toad. Für Toad haben wir... Hatten wir doch schon eine Verwendung. Aber ich versuch's einfach nochmal. Kann ich einfach mal probieren hier, ne? Drill bringt auch nichts. Ich glaube, ich konnte nicht Start drücken. Nee. Wahrscheinlich ist Diveman gegen den gut. Versuch's jetzt mit Brightman. Es hat nicht wirklich viel abgezogen. Also von meiner Energie. Ich konnte nicht Start drücken. Ich habe gedrückt wie eine Bekloppte. Wie ging das denn nicht? Ich bin hier nicht gut. Ich gehe jetzt einfach mit Megabuster rein und lade ihn auf. Ich weiß nicht, was ich hier sonst machen soll. Vielleicht bringt's ja was. Ich könnte natürlich auch noch versuchen, der ging, glaube ich, auch noch aufzuladen. Oh.
Ich wäre eigentlich tot. Der hat mich nämlich getroffen. Nein! Okay, das muss ich mir aufschreiben. Der aufgeladene Pharao gegen Ringman, genau. Ringman. Dann hätten wir jetzt ja noch die Möglichkeit, Ringman gegen Diveman zu probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Wenn das nicht funktioniert, dann hören wir einfach auf für heute und boah, was ist das denn für eine Farbe? Ah, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. Da haben wir A1 einen Punkt, A4 einen Punkt, B5, D2, E3. Und F2. E und F ist immer gleich irgendwie. Gut. Diveman, du Ficker. Vielleicht bringt's ja was. Und wir haben ja noch. Naja, die habe ich verbraucht, ne? Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal dönen lassen. Wir haben null Leben und da macht das keinen Sinn, da überhaupt zu versuchen, so weit zu kommen. Zum Glück geht die Stage ja eigentlich ziemlich klar. Es ist halt nur der Boss, der so mega scheiße ist. Puh, was sagt denn die Uhr überhaupt? 11:30 haben wir. Also morgens. Also mittags eigentlich. So. Ach ja, den können wir ja gar nicht treffen. Ich finde das so gut, dass man noch in Anführungszeichen so eine Flacker-Chance hat. Dass man da nicht instant death ist. Ich glaube, das war im ersten Teil so, dass wenn man da in die Stacheln reingeflogen ist, obwohl man kurz vorher von einem Gegner getroffen wurde. Dass man trotzdem gestorben ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hätte ich jetzt am liebsten direkt noch so eingehabt. Ich krieg das mit dem Timing nicht richtig. Ich muss jetzt direkt dahin, dann kann ich nämlich hier zwischendurch springen. So. Ach genau, Mr. Kleiner Mann kommt ja noch hier. Können wir da wieder ein bisschen was triggern. Oh, direkt Energietrank. Energietank. Wunderbar. Müssen wir uns gar nicht viel anstrengen. Jetzt kommt hier der Große, ne? Ja. Sehr schön. Der lässt auch nie was liegen, der Penner, ne? Okay. Speicherstand ist erreicht. Es wäre mal ganz schön, wenn man das erkennen könnte. Ich glaube, das sage ich bei jedem Mega Man. Wenn man erkennen könnte, dass da jetzt das Spiel gespeichert wurde. Also in Anführungszeichen, dass da ein Checkpoint ist. Oh. Sehr schön. Glaube ich, nur noch die Bomben und die Stacheln und dann sind wir durch.
Eine große Energie. Vielen Dank. Oh, das war, hätte ich nicht machen dürfen. Das war sehr riskant. So. Und die vielen Bomben. Ich gehe jetzt hier einfach mal. Volles Risiko. Okay, wen haben wir gerade bekommen? Ringman. Der hat sich doch noch dazwischen gequetscht. Na gut. Es sieht so dumm aus, ne? Dieses komische Khaki-Grün. Boah. So, dann zeig mal. Was der Ringman hier so drauf hat. Wow. Okay, der Ringman ist es nicht. Scheiße. Ich muss mal jetzt ein bisschen durchprobieren hier. Also Brightman kann man, glaube ich, nicht aufladen, ne? Haben wir Brightman schon mal bei dem ausprobiert? Ich gucke jetzt erstmal weiter. Toad kann man auch nicht aufladen. Drillman, kann man den aufladen? Nein. Pharao kann man auf jeden Fall aufladen. Dust, weiß ich nicht. Okay, Pharao ist der einzige, den man aufladen kann. Also ich werde jetzt nochmal Bright direkt am Anfang probieren. Wenn das nichts bringt, dann versuche ich mal den aufgeladenen Pharao. Vielleicht geht das, weil der aufgeladen hat ja eben auch bei Ringman funktioniert. Mal gucken. Ich glaube aber, hier habe ich den schon mal probiert, ne? Das hat gar nichts gebracht. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, warum ich eben nicht... Okay, das hat Sinn gemacht. Warum ich eben nicht drücken konnte. Weil das tut wirklich die Zeit einfrieren, aber der ist davon nicht betroffen gewesen. Aber in der Zeit, wo die Zeit eingefroren ist, kann ich nicht Start drücken und die Waffe wechseln, was total bescheuert ist. Na gut. Ach Mann. Ich hab das nicht zum Aufladen hingekriegt. Der geht mir so auf den Sack, der Pisser. Mit seinem Rumgebeame da. Idiot. Ich hoffe, da sind zwei Dingern tot, ey. Haben wir noch ein Leben? Nee, dann mache ich mal hier Energietank rein. Ja, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den kaputt krieg. Ich lasse mir da mal was einfallen, vielleicht. Mal gucken, habe ich das aktuelle? Ja, okay. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal dann vielleicht wiedersehen.